Hi, and welcome. Heute begeben wir uns dem magischen heiligen Ort der Frauen, und zwar der Küche. Nein, Spaß, heute zeige ich euch ein paar Tricks, Tipps, Lifehacks rund um die Küche. Und ohne viel zu labern, würde ich mal sagen, now, let's go to the kitchen. Pew. Du hast dir Gewürze gekauft, hast aber keine passenden Gewürzdosen? Dann greif doch zu Tic-Tac-Behälter. Ich musste meine erstmal natürlich leeren und ausspülen. Und dann kannst du deine Behälter auch schon mit deinen Gewürzen befüllen. Sieht doch fresh aus. Ja, so hast du deine Tic-Tac-Behälter gut recycelt. Und ey, Geld gespart. Ist deine Butter im Kühlschrank steinhart geworden und du kannst dir kein Butterbrot mehr schmieren? Dann habe ich für dich einen coolen Lifehack. Nimm einfach einen Sparschäler und schäle damit deine Butter. Das klappt super und sieht auch noch cool aus. Und euer Butterbrot ist gerettet. Ich hasse Butter. Ein Fakt über mich ist es, ich hasse Butter. Ich mache auf meine Brote nie Butter oder Margarine oder so. Es ist mir ein bisschen zu fettig. Auch wenn man es mir nicht glaubt. Kann ich verstehen. Und jetzt zeige ich euch, wie man am besten Paprika schneidet. Trenne mit einem Messer als allererstes den oberen Deckel. Okay, mein Messer war ein bisschen stumpf, sorry. Ah ja, genau so. Dann trennst du den unteren Teil. Jetzt hast du eine zylinderartige Form. An einer Seite machen wir einen Cut und entfernen das Innere. Wenn du jetzt noch den grünen Stängel vom oberen Deckel entfernst, bist du schon fertig und kannst deine Paprika klein schneiden. Ich finde diese Variante cool, weil meistens machen wir das ja so hier. Dabei verschwenden wir einen Teil der Paprika und das Innere dann noch einzeln zu entfernen, dauert auch noch ein paar Jahre. Wenn wir jetzt schon mal bei den Paprikas sind, kann ich euch noch einen Tipp geben. So beim Kern entfernen solltet ihr niemals das Innere mit Wasser abspülen. Dabei verschwinden dann auch die ganzen wichtigen Vitamine. Ja, diesen Tipp hatte ich von meiner Lehrerin bekommen. Was heißt Tipp? Das war mehr so eine Meckerei von ihr. Wir hatten alle Hauswirtschaft und ich schnitzel damit nicht meine Paprikas und habe das Innere halt mit Wasser abgespült. So la 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 la. Und dann höre ich, wie meine Lehrerin mich anschreit: Sag mal, was machst du da? Und ich nur so: What the fuck? Was denn? Also ich habe nicht What the fuck gesagt, aber ich so: Was denn, Mann? Okay, Mann, habe ich auch nicht gesagt. Ich so: Was denn? Und sie schreit mich voll und sagt: So gehen all die Vitamine weg, du. Und ich dachte mir nur so: Okay, das sind doch meine Vitamine, ne? Ja, aber seitdem habe ich nie wieder das Innere gewaschen. Danke, Frau. Du hast in einer Zeitschrift ein cooles Rezept gefunden und willst es nachkochen? Ja, kann ein bisschen schwierig werden. Deine Hände sind natürlich nicht sauber und frei und du musst die Zeitschrift immer wieder ans Gesicht heranzoomen. Nimm lieber einen Hosenkleiderbügel, der hat ja diese Klammern, und klemme dein Kochbuch oder deine Zeitschrift ein. Hänge dann den Kleiderbügel an einen Küchenschrankgriff, am besten in Augenhöhe, ne? Und du kannst viel einfacher kochen. Ich hatte ja beim Paprika-Tipp das stumpfe Messerproblem, aber auch dafür habe ich eine einfache Lösung. Greif zu einer herkömmlichen Tasse, dreh sie einmal auf den Kopf um und ziehe jede Messerseite abwechselnd über den Rand. Mindestens 25 Mal pro Seite. Und ich war echt erstaunt. Guckt euch mal den Unterschied an. Und jetzt werden wir wieder was austesten. Und zwar erinnerst du dich noch an meinen letzten peinlichen Kochlöffeltrick. Für die, die es nicht gesehen haben, es gibt einen Kochlöffeltrick. Er besagt, du sollst halt einen Kochlöffel über einen Topf tun, oben drauf. Und dann
überkocht das Wasser nicht. Und ich tue ja vergessen, da Nudeln, Reis oder irgendwas mit Stärke reinzutun. Weil ohne Stärke überkocht das Wasser ja nicht, deswegen versuchen wir das jetzt nochmal. So, jetzt haben wir hier zwei Töpfe. Nudeln. Wasser. Salz. Und Kochlöffel. Kein Kochlöffel. Denn wir machen jetzt den Vergleich, ob das hier überkocht und das hier nicht. Ich glaube aber nicht daran. Mal gucken. Okay, es fängt an zu dampfen. Also hier muss es jetzt überkochen und hier soll es nicht überkochen, dass wir es jetzt richtig verstanden haben, okay? Aber hier sieht es schon brenzlig aus. Das ist fast am Überkochen. Scheiße. Spannend hier, ne? Beides überkocht noch nicht. Komisch. Mache ich wieder was falsch? Jetzt bei mir überkocht nichts. Cool. Vielleicht muss ich ein bisschen rühren. Ich mach mal ein bisschen mehr Wasser rein. Guck doch mal, bis zum Rand voll. 3 Stunden später. Ich glaube, ich breche wieder ab. Da tut sich nichts. Wollt ihr mich verarschen? Ich breche ab. So, ich habe das jetzt abgebrochen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Schreibt es mir mal. Habe ich wieder was peinlich Dummes gemacht? Dann schreibt es mir. Na egal, dann esse ich jetzt mal 2 Töpfe Nudeln. Welchen Tipp fandst du am coolsten? Schreib's mal. Und wenn du noch so weitere Teile willst, dann schreib's mir oder gib mir einen Daumen nach oben. Und ich mache weitere solcher Lifehacks. Folgt mir noch auf Instagram. Da heiße ich einmal mit VMs. Snapchat habe ich jetzt auch. Da heiße ich auch so. Da mache ich aber nur Scheiße. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video wieder. Ciao. Heute zeige ich dir, was man jetzt mit Streichhölzern machen kann. Außer sie ganz langweilig anzuzünden, so wie wir es sonst immer machen.